Personal Branding wird manchmal Selbstprofilierung genannt. Ich würde die negative Konnotation rausnehmen, sondern Profilierung im Sinne von, du hast Grip, ja, du hast gewisse Kanten, Spuren und deswegen folgen dir Menschen. Und ich würde wetten, dass jemand, der introvertiert ist und eine super Nische bedient, ja, und ein super Thema auch bespielen kann, schneller mehr Erfolg hat als jemand, der immer nur sagt, hier bin ich, ich mache ein bisschen Selfies aufgrund des Wiedererkennungswerts, mag es zwar gut sein, aber ich bleibe an der Oberfläche. Ja, und deswegen würde ich genau die Menschen auch bestärken. Und man muss ja nicht ein Foto von sich posten. Es gibt ganz viele andere Themen, Postings und Bilder dazu, die stimmig sein können.